dass du der Sunna folgst, o Diener Allahs, ist nicht nur eine Errettung vor dem Irrgehen. Jeder, dem du die Sunna aufträgst, dem du die Sunna beibringst, so bekommst du nicht nur deinen Lohn, sondern auch den Lohn von ihm. Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari sagte. Derjenige, der zur Rechtleitung ruft, Rechtleitung hier, zu dem Guten, was von Koran und Sunna ist, der hat den Lohn von wem? Der hat den Lohn wie diejenigen, die ihm dabei folgen. Der hat den Lohn von denjenigen, die ihm dabei folgen. Wenn du jemandem beibringst, dass er die 12 Sunnan beten soll und er macht es dir nach, so hast du seinen Lohn. Jedes Mal, wenn er die 12 Sunnan betet, ist das in deinem Lohnbuch. Wenn du jemandem beibringst, dass er den Bart tragen soll, so hast du deinen Lohn. Wenn du jemandem beibringst, dass er den Siwak benutzt, hast du deinen Lohn. Wenn du jemandem beibringst, dass er dieses und jenes von der Sunna macht, so hast du deinen Lohn. Allah ist nicht geizig im Belohnen. Das ist der Wert der Sunna, liebe Geschwister. Den sollten wir bei Allah nicht außer Acht lassen.